Ihr Lieben, ihr habt gehört, was in den letzten Tagen passiert ist. Wegen dem vielen Wasser, die Überschwemmungen im Raum Bayern. Und trotzdem geht's weiter, das Leben scheinbar, wenn es dich nicht betrifft. Es ist traurig, was wir alle zu Schreckensnachrichten jeden Tag hören. Gestern habt ihr vielleicht mitbekommen, Rock am Ring, unzählige Feiern, es schlägt ein Blitz ein, 8 Verletzte, aber schon kurz danach wird wieder weiter gefeiert. Solange es dich nicht betrifft, solange du in deiner Ruhe nicht gestört wirst, soll alles weitergehen. Und ich denke an eine Geschichte, die habe ich gerade noch gehört. Bei diesem Flutopfern ist ein Mann, sollte gerettet werden, ein Feuerwehrmann gab sein Leben, um diesen Mann, der noch im Wasser war, zu retten. Beide starben. Und ich will euch aufwecken aus eurem Schlaf, weil es ist so, als wenn wir alle am Ertrinken sind und Gott unser Leben sieht, was am seidenen Faden hängt. Die Bibel sagt, ohne Gott sind wir lebende Tote. Wir sind lebende Tote. Aber Jesus war wie dieser Feuerwehrmann. Er gab sein Leben. Er war bereit, sein Leben zu opfern, damit jeder von uns leben kann. Und ich wünschte, wir würden verstehen und vorbereitet sein. Der Tod wird jeden Menschen von uns ereilen, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn ich sagen würde, rennt weg, das Wasser kommt, wir würden, wenn es geklärt ist, dass es stimmt, wir würden sofort von diesem Platz verschwinden. Und wisst ihr, auch Jesus hat vorgewarnt, weil er wusste, was jeden Menschen ereilen wird und was auf jeden Fall und ganz sicher kommen wird. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, da steht, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Menschengenerationen kommen und gehen. Ideale kommen und gehen. Gesellschaften kommen und gehen. Idole kommen und gehen. Reiche, berühmte Menschen kommen und gehen. Aber das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und wir alle werden vergehen. Scheinbar geht es heute um Prestige, um Ansehen, um Ruhm, um Geld. Für wen? Um Menschen für einen kurzen Moment zu imponieren? Es geht um viel mehr. Wenn du von Menschen bestätigt wirst und dir das Gefühl gibt, du machst alles richtig. Es geht nicht darum, dass Menschen dich bestätigen. Es geht darum, was Gott letztendlich über dich sagen kann. Und Jesus fängt an mit einer Predigt, die uns nicht schmeckt, weil er sagt, jeder Mensch soll Buße tun. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Aber er sagt es nicht, um Menschen zu verschrecken oder dich in deiner Persönlichkeit irgendwie zu nahe zu treten. Er sagt es, weil das der Fakt ist, der Umstand jedes einzelnen Menschen. Zwischen uns und Gott ist eine unzertrennliche Kluft. Wir sind Feinde Gottes, Geschöpfe Gottes, die in der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen können. Aber Jesus, er liebt die Menschen. Er war bereit, sein Leben zu geben. Aber damit wir bei Jesus sein können, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit und seinen Namen preisen können, in unserem Leben verherrlichen können, war er bereit, sein Leben zu geben. Und deswegen will ich nicht aufhören, die Menschen zu warnen. Katastrophen kommen und gehen. Menschen sterben uns, wie die Fliegen um uns herum. Aber wir sollten merken, es ist der Zeitpunkt, aufzustehen, wach zu werden. Es ist ein Gott, der real ist. Egal, was du in deiner Schule gelernt hast, es ist das, was du in deinem Herzen tief weißt. Es ist ein Gott. Und jeder von uns wird vor Gott stehen und Rechenschaft abgeben. Mich interessiert nicht, was dir wichtig ist, wie ich mich kleide. Dein Name, all diese oberflächlichen Nebensächlichkeiten. Ey, nichts gegen all das, aber es sind zweitrangige, drittrangige, viertrangige Sachen. In erster Linie solltest du dir eine Frage stellen. Wer ist Jesus für dich? Und um das geht es.
Ich weiß, wir Menschen, wir fühlen uns unsterblich und wir sind nicht vorbereitet auf die Begegnung mit dem heiligen, lebendigen, gerechten Gott. Aber um das geht es. Und ich wiederhole, wie Jesus sagt, wir müssen Buße tun. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah. Und wir Menschen, es regnet, Menschen sterben und es ist traurig. Aber wir werden auch sterben und vergehen. Wir brauchen Frieden mit Gott. Und wir stehen hier, weil wir an der Stelle von Jesus Christus euch bitten wollen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er kommt. Und keiner von euch will in der Gegenwart Gottes stehen. Es ist so leicht, so abfällig zu reden, sich so stolz zu verhalten nach dem Motto, wer ist dieser Gott? Aber wenn du vor Gott stehst, dann merkst du, wie heilig du bist. Deine Knie beugen sich automatisch und du weißt, alles, was er über dich ausspricht, ist richtig. Er ist gerecht. Und wir sollten heute schon erkennen, dieser gerechte Gott, er ist real. Und er hat in unser Leben reinzusprechen. Es gibt nichts Wichtigeres in diesem Leben zu klären, außer die Frage, wer ist Jesus für dich? Und darum bitten wir dich, bediene dich bitte kostenlos. Wir wissen, dass Menschen den Glauben an Gott bewusst verloren haben, weil Menschen den Glauben missbrauchen, weil sie im Namen Gottes falsche Dinge tun, weil sie falsche Sachen leben. Aber wir wissen, dass jeder Mensch zu Gott kommen kann. Jesus hat alles für jeden Menschen getan. Und jeder von uns braucht Vergebung der Sünden. Jeder. Wir sind getrennt von Gott, aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn Jesus Christus zu geben in diese Welt hinein. Er selber wurde zum Feind Gottes für uns. Wer das annimmt, er wird ein Kind Gottes. Es gibt Vergebung für dich und für mich, für jeden Sünder. Herzliche Einladung, hier was mitzunehmen. Oder geh auf www.erstehtgeschrieben.de. Es gibt Hoffnung. Ergreife diese Hoffnung in dieser Zeit voller Hoffnungslosigkeit. Jesus lebt.